So, Mahlzeit. Da bin ich wieder. Ja, gestern Mr. Prepper zu Ende gespielt und heute, was machen wir heute? Heute gucken wir mal, was so ein Fahrradsimulator machen kann. Ist nur die Demo, aber ist ein guter Hinweis, um zu schauen, ob man das kaufen sollte oder nicht. Da gucken wir jetzt mal rein. Play with Tutorial, ja klar. Ja, sicher. Okay, die Grafik ist schon mal sehr, sehr clunky. Eieieiei. Freunde, das könnt ihr doch nicht machen. Müssen wir vielleicht noch was einstellen? Grafik, ja. Da sind wir schon beim ersten Problem. Einstellungen. Naja, naja. Naja. Nicht so viel, ne? So. Was ist da? Nothing to do. Go and take. All new client from the pending tab in the orders app. Alles klar. Gehen wir mal an den Rechner. Ach, guck mal hier. Client name Isis Tuke oder Carmen Walsh. Deadline 7.1. Deadline 5.1. Welches Datum haben wir heute? Wissen wir nicht, ne? So. Repairless, replace broken right shifter, adjust rear derailleur, replace broken left brake lever, inflate rear tire, replace broken dynamo, replace broken right brake lever. New accept order. Und hier natürlich auch accept. Let's do it. So, gehen wir raus und da sind die Räder wahrscheinlich gerade gekommen, ne? Sind instant da und sind beides Rennräder. Also hier gibt es eigentlich nur Rennräder. Was anderes gibt es hier nicht. Ja, doch, da ist noch ein normales Bike. Okay. Na gut. So. Können wir da irgendwas mitmachen? Nein. Das ist wahrscheinlich schon der Auftrag hier, ne? Das Tutorial ist ja auch Müll, oder? Wie gesagt, Play with Tutorial. Wir kriegen eine Ansage. Ah, hier. Okay. Ah, ja. You can efficiently work on wheels elements. Ah. Dann, can't find your tools, click on the poster to return them to their places. Okay. Use it to inflate the tire. Aha. Tuning Station, ja, das kenne ich, das ist eine Zentriereinheit. Kann man zentrieren. Da hinten, das Rad. Ja. Gut. Ja, was machen wir denn jetzt? Müssen wir hier mal checken. So. Taskless, replace broken right shifter. Was ist ein Shifter? Wer weiß es? Weiß man nicht, ne? Doch, weiß man. Guck mal, das ist hier vorne. Muss das ja von der Gangschaltung her sein, nicht? Aber wie kann ich hier arbeiten? Oh nein, jetzt bist du zwischen den Welten gefangen und kannst bald nicht mehr zwischen Real und der Matrix unterscheiden. Hallo Olli, ja. Das wird so kommen, nicht? So, was hat er gesagt hier? Right Shifter, ne? Da, Right Shifter Wire. Ich will nur den Right Shifter haben. Da ist er. So, jetzt gehen wir da mal hin. Und dann sagt er ja, hier, Right Shifter, nix gut, diese. Ja. Und wie kann ich das austauschen? Disassembly. There are parts blocking this move. Ein. Unlock. Boah, ist das schlecht. Ist das schlecht gemacht, oder? Aber gut. Ja, sicher. Ja. Okay, Right Shift haben wir raus. Sollten wir vielleicht neu kaufen. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Keine Ahnung. Replace Broken Shifter. Ja, dafür brauchen wir jetzt erstmal einen neuen Shifter, ne? Haben wir sowas hier? Schön, gehen wir ins Lager. Ich sag mal, nö. Könnt ihr auch nichts rausnehmen? Oh, wer ist denn da? Hallo Toni. Ja, ja, wir gehen mal an den Rechner. Vielleicht können wir was bestellen. Ne? Shop. Body and Forks. Brake System. Nein, wir brauchen ein. Ja, Drive System vielleicht. Ne? Ach du Scheiße. Das macht mein Chef also die ganze Zeit. Bei A bestellen.
Bei Amazon? Fahrradteile? Olli? Olli, doch nicht bei Amazon. Hör auf damit. Gefährlich. Okay, hier haben wir keinen Shifter, nix, gar nichts. Vielleicht ist das hier. Diesen Sättel klingeln. Wunderschön. Dynamo kriege ich hier. Gut zu wissen. Das war's aber auch. Ja. Ah, okay. Hilft uns auch nicht weiter. Ah ja, hier kommen wir. Gangschaltung, ja. Nabe, nee, nein. Doch hier, guck mal, da ist ein Shifter. Right Shifter, Arrowbind. Ist das der, den wir brauchen? Oder ist das eher der? Das ist ein Left Shifter. Also es gibt eigentlich nur eine Einheit, richtig? Eieieiei. Aber was soll ich machen? Ich muss das ja bestellen, nicht wahr? Ich denke mal, dass es der richtige ist. So, einmal Add to Cart. Ein. So, haben wir gemacht. Schön, oder? Jetzt sollten wir vielleicht nochmal überhaupt eine Bestandsaufnahme machen. Was brauchen wir bei dem Rad? Nochmal, guck mal hier. Adjust Sphere, das ist okay. Replace Broken Left Brake Lever. Okay. Left Brake Lever brauchen wir. Wir brauchen wahrscheinlich nur einen Reifen oder einen Schlauch. Können wir jetzt so noch nicht sagen. Kauf zwei, Spaß so einmal Versand. Wie viel hast du bezahlt? Nichts, das ist eine Demo, Toni. Das ist eine Demo. Replace Broker Dynamo. Also Dynamo brauchen wir. Wäre halt cool, wenn man das hier direkt sagen könnte. Hier will ich haben. So. So ist doch kacke. So, wenn wir hier vorne rangehen, sagen wir hier. Dynamo, nix gut diese. Unlock. So. Gut. Sehr gut, müssen wir das ausmachen, damit wir es abbauen können, nicht? Der Parts Blocking. Nein, Skandal. Ja, und noch ein Kabelschild ist am Weg. Oh, jetzt haben wir es wieder gelockt. Nee, will ich nicht. Und ich will das andere Kabel da erwischen. Da. Das ist gar nicht schwer zu kriegen. Okay, jetzt Unlock. Ja. Und jetzt können wir sagen, Dynamo weg. Hammer. Dynamo weg. Ich hätte da noch ein Rad, da müssen 11 Speichen getauscht. 11 Speichen, Olli, ist zu viel. 11 Speichen macht man nicht, Olli. 11 Speichen ist total Schaden. Kann ich dir jetzt schon sagen, kauf dir ein neues Hinterrad oder Vorderrad oder was auch immer das für ein Rad ist. Da sagt mein Chef immer, wenn mehr als zwei Speichen kaputt gegangen sind, dann ist er tot. Dann ist das Geld verbrennen. Dann 3x3. Ja, okay, wir müssen jetzt, was müssen wir kaufen? Scheiße, ich habe schon wieder vergessen. Dynamo auf jeden Fall müssen wir noch kaufen. Shop. Dynamo, wo war denn das? Hier? Nö. Doch, da. Welches nehmen wir denn? Das günstige oder das teure? Natürlich das günstige, wir setzen auf Qualität. Batz. Dann 5 Räder mit 2 Speichen. So, und dann haben wir noch irgendwas mit Bremse, ne? Da war irgendwas hier, Right Left Brake Lever. Der hier ist auch kaputt. Können wir auch bestellen direkt. So. Ansonsten wüsste ich nicht, was wir noch bestellen können. Ja, wir könnten einen neuen Reifen bestellen, aber da müssen wir den richtigen... Was steht da? Schleiermacher Country Tour... Leiermacher? Ist wahrscheinlich das Synonym für Schwalbe. Okay. Warte mal. Aha. Aerobald, Fugerhill, Thoma. Sind das meine Marken? Warte. Was ist das hier? Das ist ein Thoma. Ach so, ich muss auf die... Ah, okay. Ich muss auf die... Ahahaha. Ich muss auf die Kompatibilität achten. Ey Leute, ich spiele hier ein Tutorial. Hier wird nichts gesagt. Gar nichts. Also es ist Bullshit. Willst du mit Tutorial spielen? Ja, möchte ich. Hm? Ja, wird schon gut. Gehen wir erstmal Luft aufpumpen, weil wir es können.
Auch ein sehr gutes System. I like it. So. Da können wir nicht pumpen, weil der ist in Ordnung, nicht? So, wir haben den jetzt gepumpt und gucken mal, was bei rumkommt. Okay. Ja, hängt da, hängt das gut. So, was kommen wir? Was? Pick, was? Hilfe! Hä? Naja, pick part, ne? Nö, pick hier gar nichts. Okay. So. Habe ich die Sachen jetzt bestellt oder bin ich noch bei der Bestandsaufnahme? Replace Rear Tire, Inflate Rear Tire haben wir gemacht. Das ist schon mal, eine Sache haben wir schon mal abgehakt. Das ist gut, geil, oder? So, Right Brake Lever, das haben wir. Left. Achso. Die linke Seite ist auch kaputt. Okay, linke Seite auch kaputt. Ich hab die richtige, rechte Seite bestellt. Okay. Linke Seite. So, dann müssen wir hier Kompatibilität, wir müssen ja Thoma haben, ne? So, das ist ja wichtig. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir alles richtig bestellt haben. Also, linke Seite haben wir auch. Jetzt gucken wir mal in der Dingens. Ja, guck hier, das könnte schon der falsche sein, ne? Machen wir hier Minus. Oder ist das der richtige? Ne, ist der richtige. Da ist da das richtige. Okay. Dann hier müssen wir auch nochmal gucken. Die machen wir zurück. So. Ne, bei Reifen war das nicht. Das war hier. Und dann müssen wir hier Kompatibilität. Speichert er natürlich nicht. Ist ja Schwachsinn, ne? Braucht man ja nicht. So, der Shifter, der war noch interessant, ne? Aha. Nu ist er weg. Nu gibt's ihn nicht mehr. Wir brauchen das hier. Anu Shifter? Right Shifter, Left Shifter. Wir hatten... Nur wie wir den falschen bestellt. Das kann man schon mal sagen. Der rechte war kaputt. Junge. Ich bin gespannt, was das wird. So, dann müssen wir den hier, warte mal, der hier muss weg. Hey, mach das weg. Danke. Gut. Dann würde ich sagen... Katschinga! Ja, haben wir noch ein anderes Rad hier hängen? Nee, ne? Wir hatten eigentlich noch einen Auftrag angenommen, aber... Ja, wir haben nur Platz für eins, ne? Wir sind ein ganz kleiner Laden. Wir werden auch nicht mehr größer, glaube ich. Immerhin haben wir einen geilen Bürosessel. Das haben wir. Können wir nicht zugreifen. Können wir vielleicht noch mehr Aufträge annehmen, so? Just for fun. Peloton. Was ist das? Entschuldigung. Okay, da kann ich irgendwas spielen. Kalender. Shipment. Ach, guck mal. Die Lieferung braucht 2 Tage. Inakzeptabel für den Fahrradladen, ehrlich gesagt. 2 Tage ist zu viel. 1 Tag ist Minimum. Also, schlechte Lieferanten. Dann, Current. Das sind unsere Current. Die haben wir angenommen. Es ist halt die Frage, ob wir die jetzt hier nochmal... Können wir jetzt unser Projekt hier wechseln? Können wir sagen, ich möchte gerne jetzt erstmal die andere Bestellung bearbeiten, weil ich bin mit der anderen erstmal fertig. Wäre doch witzig, oder? Wäre doch eigentlich sinnvoll. So, wir haben ja hier Fugahill und das Thoma, das hängt ja gerade drin. So, aber ich weiß nicht, wo das... Was ist denn das? Hallo? Können wir sagen, hier wechsel dich? Nee. Wo ist denn das andere Rad überhaupt? Ah. Nee. Wash Standing. Können wir hier waschen? Anscheinend nicht. Also ja, man kann hier waschen, aber ich nicht. Kann ich nichts anklicken. Okay, gut. Gut zu wissen. So. Können wir hier ein Fahrrad anwählen? Nein. Auch nicht. Gut. Also man kann hier eigentlich gar nichts nehmen, ne? Man kann ein paar Werkzeuge nehmen, ja. Aber der Rest ist alles nur Deko. Ich weiß nicht. Tut das Note? So.
Können wir jetzt hier sagen, ich möchte das andere Rad nehmen? Achso, wir sind ja noch bei der... Oh, Front, aha, Rear. Eieiei, hier wird ja alles aufgelistet, was an so einem Fahrrad dran ist. Doch kein Kärcher, nur eine gelb-schwarze Werkzeugkiste. Ja, ja. Ja. Click on the poster. Ja, ja, ich klicke on the poster. Zack, ist die Luftpumpe wieder an ihrem Platz. Super, super Lösung. Finde ich gut. So, aber wir müssen irgendwie eine Lösung finden, dass wir das hier jetzt einhängen können. Wie können wir das mal machen? Ah, hier ist was? Storage 1? Was? Storage und das ist im Stand. Okay, alles klar. Wo können wir das jetzt ändern? Können wir sagen, hier Thomas, du bist raus? Ja. Okay, jetzt nehmen wir Fugerhill. Ah ja. Ah, guck mal. Du brauchst einen Kärcher zum Kärchern. Bestell mal. Nein. So, jetzt haben wir hier ein ganz neues Rad. Was ist da das Problem? Replace broken chain. Also die Kette ist anscheinend kaputt. Sieht aber nicht so kaputt aus, muss man ehrlich sagen. Dann sollen wir vorne den Derailleur einstellen. Replace broken cassette. Also hinten Kettenkassette ist kaputt. Replace broken crank arm A. Was ist denn der crank arm? Ist das das hier? Ja. Ja, okay, das macht Sinn. So, einmal Kurbel, Kette, Zahnkranz. So heißt das auf Deutsch für meinen Laden. Kurbel, Kette, Zahnkranz. Machen wir einmal. Einmal komplette Antriebseinheit neu. So, jetzt erstmal nichts Schlechtes. So, Parts are blocking. Ja, ich weiß. Was machen wir denn da? Wir müssen hier irgendwie ran, da an die Kette. Wie kommen wir denn in die Kette ran? Warte. Wir können das auch so machen. Rear. Ah, jetzt geht's. Okay. Disassembly. Use. Kette. Mount Part. Nein, nein, wir müssen den hier auch noch nehmen. Take off wheel. There are parts blocking. Ah, okay. Unlock. Schwupp. Krass, oder? Wir sind so gut. There are parts blocking? Ja, wo denn? Hä? Was sollte... Ach, da. Bremse. Ich weiß es. Die Bremse müssen wir aufmachen, sonst geht die nicht. Rear. So. Können wir das explizit anwählen? Unlock. Machen wir einfach mal. Ja, guck mal. Und jetzt? Mann, gut, ich kenne mich mit Rädern aus, ey. Sonst wäre ich schon komplett verloren. Wir wollen... Oh Mann, die Steuerung ist hier echt für einen Hund. There are parts blocking. Wo denn? Wo? Muss ich das da auf der anderen Seite... Take off wheel? Hat anscheinend geklappt. So. Jetzt haben wir das Rad weg. Und wo ist denn das jetzt? wo ist denn das jetzt? hallo? Ich vermisse ein Rad. Haben Sie ein Rad gesehen? Schön Reifen so mit Speichen und so. Haben wir da was? Haben wir da was? Haben wir da was vielleicht? Ein kleines bisschen? Nein? Hier? So, eins von denen riecht. Nein, das ist Lager. Ach Gottchen. Ich wollte doch. Ich wollte. Was wollte ich überhaupt? Ich wollte den Kettenkranz lösen, ne? Ja. Ja, das geht alles nicht so einfach, ne? Ich kann ja auch irgendwo. Kann ich das da. Okay. Please disassemble parts first. Ja, wenn du mir den Reifen wieder gibst, dann mache ich das. Das ist schon schön, ne? Machen wir hier mal ran. Ah, okay. Jetzt kommen wir weiter.
So. Disable. Zack. Schnellspanner weg. Dann vorne Zahnkranz weg. Use. Also die Werkzeuge, muss man sagen, die passen schon einigermaßen. Das ist schon okay. So. Jetzt sind wir soweit hier fertig. Jetzt bestellen wir den ganzen Kram. Ich weiß aber gar nicht was, ne? Was haben wir hier für einen? Wir haben einen Fugahill. Gut, wir gucken mal. Top. Wir brauchen einmal Drive System. Dann müssen wir einen Filter. Fugahill. Fugahill. Oh shit, wir haben hier zwei Kassetten zur Auswahl. X-RAM GT 830. Ich glaube, das war die hier. Die kaufen wir jetzt mal. Wir kaufen keine hochwertige. Dann brauchen wir eine Kurbel. Die sieht aber gammeliger aus als die vorherige. Was soll man machen? Dann, was war noch? Das war's, ne? Eine Kette wäre noch gut, aber Kette haben wir nicht. Okay, Drive System und keine Kette. Doch, das ist die Kette. Die sieht ja cool. Das ist... Also wirklich, ohne Scheiß. Das ist das schlechteste Bild für eine Kette, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Wirklich. Stimmt mir da irgendjemand zu? Also, das... Nee. Junge, könnt ihr nicht machen. Was soll das? Naja. Gut, wir machen hier nochmal die Liste weiter bei dem... was haben wir noch? Replays haben wir. Okay, wir haben alles bestellt. Adjust Front Derrieux, was auch immer das heißt. Was ist ein Derrieux? Habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Ich gebe das mal bei Google ein, was das ist. Ja, höchst interessant. Ey, mal schon mal gucken, wie das geschrieben wird hier. Das ist ja furchtbar. Naja. Derrieux. Was ist das? Deutsch. Ein Umwerfer. Ah, den soll ich einstellen. Alles klar. Gibt's das auch auf Englisch? Lass mal sehen. Haben sie das einfach vergessen, weil das Englisch heißt oder was? Nee, heißt auf Englisch tatsächlich auch so. Derrieux. Oder so ähnlich. Also die Franzosen, die Engländer haben sich gedacht, ey, scheiß drauf. Nehmen wir das Französische, für uns fällt nichts ein. Hammer. Ich niemals gedacht, dass die Engländer was Französisches übernehmen. Was ist denn los mit denen? Nur damit ich hier Bike Simulator spiele und Zungenbrecher kriege. Okay, wir haben für dieses Rad haben wir auch alles bestellt, ne? Würde ich sagen. Kommen wir erstmal nicht weiter. Ja gut, Umwerfer können wir nicht einstellen, weil wir erstmal die neue Kette brauchen. Das macht ja Sinn, ne? Hallo, Toni? Hallo? Mein Chat ist nicht kaputt. Mein Chat ist kaputt? Warum sollte mein Chat kaputt sein? Mein Chat ist nur mal... weiß ich nicht. So, können wir den Tag hier einfach sagen, reicht? Oder... Wahrscheinlich. Wir haben 300 Zeilen geschrieben. Nichts reagiert. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist. Ich werde gemobbt, weil ich kein Affiliate bin oder so. Also ist ja nicht so, dass ich hier einen Knopf drücke und sage: Ey, bitte jetzt kein Chat, ich möchte nicht gestört werden. Ne? So läuft das ja tatsächlich nicht. Also, ich habe da ja auch keinen Einfluss drauf, glaube ich. Ja, wie verbringen wir jetzt hier den Tag? Können wir irgendwo skippen? Können wir sagen, jo, das war's? Oder wie läuft das jetzt? Weil ohne bestellten Teile können wir nichts machen. Apropos bestellte Teile, wir müssen ja noch bestellen. Glaube ich, oder? Ja, siehste. Okay, Kalender. Der bringt mir Hoffnung, dass ich einfach weiterklicken kann. Overtime, ja. Ja, das hat's gebracht, nicht? Was?
Olli. Olli, warum denn jetzt so? Können wir noch eine Order hier aufnehmen? Hier, Orders. Nö. Dann haben wir noch die 2. Current closed. Ah, pending. Hier, da ist doch was. Oder ist das... Nee, das ist noch ein Fugger Hill Performance Pro von Charlie Urbanovic. Urbanovic möchte gerne... Was möchte er? Nicht so viel haben, dann können wir ja accepten, ne? Er war direkt da, ne? Also instant abgeliefert. Ich habe nichts gesagt oder geschrieben, war der... leck mich. So, Karen, dann wollen wir mal von Urbanovic, wollen wir mal... Diese Steuerung. Also anklicken, dann instant. Ist occupied, können wir nicht rein? Doch, können wir. Occupied, gut. Ja, das sieht nach einem kompletten Fugger Hill aus. Lecken kostet, ah ja, okay. So. Replace broken rear rim brake. Rear rim brake. Ja. Also. Ich denke mal, die Bremsbacken, ne? Wollen wir mal anlocken. So. Warum kommt jetzt hier so ein Text? Hallo? Rim. Die ganze Bremse ist kaputt, nicht nur die Pads. Meine Güte. Ich kann sie aber nicht lösen, weil ich den hier so lösen muss. So. Warum er dann immer weggeht, ist mir ein Rätsel. Können wir das hier noch komplett wegmachen? Also wir können die noch nicht, wir können noch nicht, können wir noch nicht, ne? Müssen wir die jetzt abnehmen? Ich denke mal ja. Macht ja Sinn. Also macht ja Sinn, erstmal das abzunehmen, so. Ich möchte gerne auf die andere Seite, dann müssen wir hier drüber steuern. Also die Steuerung ist ein wildes Stück Scheiße. Ohne Witz. Nein, nicht Mount. Ach, das haben wir schon abgenommen hier, oder was? Ne, anscheinend haben wir den schon abgenommen. Der hat beide gemacht. So, jetzt können wir auch das hier abnehmen, ne? So. Zack, ist es weg. Schön. Gut, das müssen wir auch bestellen. Dann haben wir Replace Broken Front Rim Brake Pads. Einmal vorne. Und dann sollen wir hier ran. Müssen wir Unlock machen, ne? Zack, zack. Und dann nehmen wir die da raus. Anscheinend nimmt ihr beide Seiten weg. Total clever. Mit einem Handgriff machen wir beide Seiten raus. Du hast die Long Drive Steuerung verstanden. Da ist es also noch hier ein Kinderspiel für dich. Ja, ich weiß nicht. So, und dann Adjust Left Brake Shift Lever. Replace Broken Seat Post. Wahrscheinlich in Mitte, ne? Broken Seat Post. Wo ist er? Seat Post. Ja, ich würde sagen, Disassembly, ne? Zack, ist er weg. Hätten wir vorher den Sattel entfernen müssen? Könnte sein. Wäre möglich gewesen. Geht das überhaupt? Warte mal, wir testen das mal. Ja. Okay. Alles klar. Hat geklappt. Dann machen wir es jetzt mal getrennt, damit wir auch vernünftig vorbereiten. So. Okay, damit sind wir mit dem Rad auch fertig. Jetzt bestellen wir noch die Teile und dann ist gut. Wunderbar. Also, wir haben wieder ein... Body and Forks, würde ich sagen. Ja. Dann Fugger Hill, ne? Müssen wir den bestellen. Add to Cart. Dann, was hatten wir noch? Brake System. So, warum er jetzt hier nicht Fugger Hill beibehält, ist mir ein Rätsel. Macht gar keinen Sinn. So.
Wir sollen ja die hier Front Rim Brakes sollen ja neu, ne? Warum es da einen Unterschied gibt, auch absolut macht das gar keinen Sinn. Wirklich, ohne Witz. Es gibt keinen Fahrer der Welt, was vorne und hinten unterschiedliche Bremsbeläge hat. Gibt es nicht. Und wenn es das gibt, dann will ich das sehen. So. Dann hatten wir Rear Rim Brake. Die ist kaputt. Die müssen wir auch bestellen. Und dann, glaube ich, haben wir es. Ja, mehr war da nicht. Naja, mehr. Also, ja. Gucken noch mal bei Urbanovic rein. Ja. Drei Sachen haben wir bestellt. Beziehungsweise wir müssen noch bestellen, ne? Zack. Ding. Gut. Jetzt würde ich sagen, wechseln wir direkt zum ersten Rad, weil das soll als erstes fertig werden, ne? Sagen wir hier, ab in Stand. Zack. Und hat nicht geklappt. Sehr gut. Oder? Doch, hat geklappt. Das ist das Fugerhill von Carmen. Jetzt müssen wir wieder vorspulen, weil wir müssen unsere Lieferung empfangen, nicht? Afternoon. Evening. Wednesday morning. Und ist euch schon mal ein ganz gravierender Fehler aufgefallen? Also ganz gravierender Fehler. Also das ist inakzeptabel. Wenn man so auf den Kalender guckt und dann guckt, bis wann wir das fertig haben sollen, da passt was nicht zusammen, oder? Wir sollen Sonntag, sollen wir zwei Räder abgeben. Welcher scheiß Fahrradladen hat am Sonntag auf? Hä? Wer? Wer? Zeig ihn mir. So, nur mal so. Your package will arrive later this day. Ah ja, okay. Danke für den Hinweis. Da können wir wieder vorspulen. Super. Und weiter. Afternoon. Your package will arrive soon. Ja, komm her, Package. Ah, ja. Ich glaube, wir haben was bekommen. da ist es nicht. Das ist so geil. Einfach so günstig. Ah ja. Ein guter 24-7-Laden hat sonntags. Ach, leck mich, Olli. Du weißt das doch ganz genau, dass das nicht so ist. Mensch. So. Haben wir jetzt die neuen Teile? Wir gucken mal. Also, wir müssen erstmal hier das Rad fertig machen, ne? Hier, zack. Da müssen wir ran. Da. Haben wir da was? Mount Part. Durability 8%? Das kann nicht, das ist das Alte, oder? 8%. Oder nicht schon schadhafte Dinger. Hallo? Nein, das kann nicht sein. Wo ist denn jetzt unser Paket? Freunde, können wir hier die Order auspacken oder so? Stopp. Ah, geliefert wurde das ja. Junge. Bin doch nicht ernst. Ah. Okay. Alles klar. Der schmeißt das hier einfach übers Gitter, ne? Kennt der nix. Hallo, Katrugel. Schmeißt das einfach übers Gitter, der sagt. So, dann machen wir das auf und dann bleiben die Kartons hier liegen, ne? Ah ne, jetzt schmeißen wir den Müll. Okay. Immerhin dafür ist gesorgt. Aha. Oh, Pfosten drin. Ja, an das kommen wir da nicht mehr ran. Das ist leider schade. Ey, wir können Basketball spielen in der Pause. Hui. Okay, weiter im Text. Wir reparieren weiter Fahrräder. So, jetzt müssen wir doch hier Mount Part. Ah, gucke mal. Jetzt sieht das doch noch was aus. So, anbauen. Zack, die Bohne. Den müssen wir auch wieder reinmachen. Ist auch noch gut. Schön. Jetzt können wir das ganze Rad nehmen, oder? Können wir das? Take off wheel. Gut.
Dann wollen wir das hier einsetzen. Mount Part. Jo, so machen wir das. Ran da. Dann müssen wir die Kette wieder einfimmeln. Natürlich die Kette mit einer hervorragenden Durabilität. Dass ich sowas nochmal sage. Wir hätten natürlich vorher die Kurbel tauschen müssen. Schade. Also nochmal Disassemble. Ah. Fühle mich jetzt wieder auf Arbeit, ne? Nur dann mache ich nicht solche Fehler. Scheiße. Was? Wie Disassemble? There are parts blocking to remove. Okay. Na dann. Kenne ja nix. Da wird alles weggemacht. So. Und jetzt bauen wir da das neue Teil ein, ne? Jo. Ach, scheiße. Wir haben vergessen, die Pedale erstmal zu lösen. Oh, Pedale. Weg. Und jetzt können wir das auch noch wegmachen. So. Einmal anschrauben. Mount Part. Das war gar nicht mehr so schlecht, ne? Der Crankarm, 62% ist doch noch gut. Aber gut, wir halten uns an den Auftrag, ne? Ich glaube, wir kriegen hier keinen Umweltbonus oder so. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann Replace Broken Chair, Chain. Habe ich doch eigentlich. Ach so, habe ich jetzt noch nicht. Jetzt. Jetzt machen wir das. Okay, und jetzt den sollen wir einstellen hier, ne? Adjust. Was zur Hölle ist das? Was? Ist das Mathe hier oder was? Mathematik? C-Target machen wir mal. Ah, das. Was? Das ist das Target und das ist die Realität. What? Wir verändern mal Dinge. Halt, stopp. Nein, nein, nein. Mach weiter, mach weiter. Das ist das spannendste Teil, was ich hier gesehen habe. Auf einmal ist das Target so. Leck mich. Wie sollen wir denn... Hä? Wie sollen wir das denn drehen? Junge. Können wir das so drehen? Ah! So wird ein Schuh draus, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, schon fast perfekt. Perfekt! Gucke mal! Er kommt auf solche Sachen. So, before finishing order, you need to put the following parts back in the place. Crank Arm B, Left Pedal. Richtig. Hat er recht. Hat er recht, wird angeschraubt. So. Lock the following parts. Rear rim brake. Rear wheel hub lock. Ja. Lock. Soll ja auch sicher sein, nicht? So. Order is finished. Wir haben unser erstes Rad zusammen gedengelt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Können wir sagen, dass sie fertig ist? Was ist denn das hier für Carmen, ne? Können wir sagen, Finish Order. This action will move time forward. Nee, 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 nee. So haben wir hier nicht gewettet. Wir können nämlich noch das hier machen. Das Easy's Tuke. Das, aber warte mal, da muss ich das ja in den Ständer reinpacken. So, einmal von Storage, einmal Stand 1. So. Und hier können wir jetzt auch die Sachen machen, die gefordert sind. Da hatten wir einmal das Dynamo. Dynamo soll neu, ne? Hallo? Dynamo? Hallo? Entschuldigung. Achso, Mount Part. Okay. Jo. Andengeln. Dann müssen wir die Käbische noch verbinden. Das wird natürlich ein Akt. Das machen wir hier drüber, glaube ich. Oh, wo finden wir die denn da? Dynamo Wire, ne? Zack. Lock. Zack. Haben wir dran. Und das hier auch noch. Front Light Wire muss auch ran. Gut, das haben wir.
dann. Replace broken left brake lever. Das ist ja hier oben, ne? Left brake lever. Da ist es. Müssen wir das Ding erstmal abmontieren, ne? Unlock. So. Dann Disassembly. Abschrauben die ganzen Ackerbarts. Und jetzt schrauben wir eine neue an. Mount Part. Haben wir natürlich auch 54%. Ist doch noch super. Junge, Junge, Junge. The Pro Closet in Denver hat sonntags... Jetzt hast du extra gegoogelt, welche scheiß Fahrradläden sonntags aufhaben, Olli? Wirklich? Unfassbar. Okay, Broken Right Shifter. Den wollen wir auch nochmal austauschen. Right Shifter, da ist er. So, jetzt müssen wir den richtigen bestellt haben. Mount Part. Jawohl. Auch noch 50% gut gewesen. Naja. Was soll ich machen? So, dann müssen wir natürlich auch noch irgendwas anbringen da. Wir brauchen einmal... Hier diese Sachen. Das hier. Left, ja. Das müssen wir anbringen. Lock. Das ist wichtig. Und dann für den Shifter natürlich auch noch, ne? Brake? Nein, 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 nein. Nicht Brake. Left Shifter? Wo ist denn Right Shifter? Was? Right Shifter? Haben wir kein Right Shifter Kabel? Ne? Ist nicht da? Doch da. Lock. Sehr gut. So, und dann Adjust Rear Derailleur. Mhm. Wir sollen die Schaltung. Also das hier. Aber soll hier hinten, ne? Der soll. Warte mal. Hier. Und da dann Rear Derailleur. Da ist er. So, den sollen wir adjusten. Na, so, dann gucken wir mal. Was ist das Ziel-Target? Das ist alles wieder Käse. Wann ist das verstellter Teil? Flippen. So, ein bisschen auseinanderziehen den Ackerwarz. Jo, passt. Damit ist dieser Auftrag fast erledigt. Achso. Aha. Right. Nein, nicht das. Nicht das. Doch, doch, das Wire müssen wir auch noch machen. Haben wir den rechten haben wir bestellt, oder? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob wir das gemacht haben. Ja. Ja, doch, haben wir. Oh, Gott sei Dank. Anbaggern. So, können wir hier das Kabel... Können wir, ne? Lock. So, before finish order, you need... Adjust newly installed parts. Left brake lever. Right brake lever. Können wir das hier adjusten oder was? Können wir adjusten. Ach du Scheiße. Aha. Ziehen wir das mal ganz weit auseinander. What the fuck is going on? Dann müssen wir das noch auf den Kopf stellen. Halt andersrum so. Ah, wir sind... Das wird ein Schuh draus. Also hier muss man echt... Ah, perfekt. Ein krasses System, muss ich sagen. Habe ich so nicht erwartet. Okay, Left Brake Lever müssen wir auch noch machen. Wo finden wir ihn? Da. Adjusten, bitte. Oh, da sind viele kleine. Muss auch wieder auf den Kopf gedreht werden. Natürlich. Ey, wir hatten es schon fast. Ah. Order is finished. Gut. Batz. Gut. Sag mal tschö, muss jetzt in den Realbaumarkt und dann in die Werkstatt zum Lackieren. Ja, viel Spaß, Olli. Mach gut. Arbeiten Sie mal richtig. So, jetzt ist die Frage. Die Deadline ist ja da, aber können wir das vielleicht, das zum Beispiel sagen, Finish Order? Können wir machen, ne? Gut. Haben wir jetzt Post bekommen? Nein.
Gut. Können wir eine neue... Nein. Dann würde ich sagen... Und sagen... Welches war denn jetzt fertig? Von Isis Duke? Ja, ne? Isis Duke, das war fertig. Dann können wir auch sagen Finish Order. Super. Oh, wir sind ja... So, ist immer noch Charlie. Und Charlie müsste heute Lieferung kommen. Shipment. Your package will arrive later this day. Ah. Kenn ich ja nix. Spule ich vor. So, jetzt kommt das Paket wieder. Ja, erwischt. Oh, aufmachen. Aufmachen. Das Paket liegt da immer noch. Das können wir leider nicht entfernen. Okay, guter Wurf. Sehr gut. Steckt im Deckel drin. Wahnsinn, oder? Kommen wir da noch ran? Oh, wir kommen da sogar noch ran. Aber an das kommen wir da nicht ran. Wir können auch nicht hier raus, also das ist egal. Gut. Also. Nächstes Projekt. Oder das letzte Projekt. Man weiß es nicht. So, einmal vom Storage in den Stand. Dann, wir haben nichts... Keine neuen Orders. Okay, jetzt gucken wir mal. Was sollen wir hier machen? Wir sollen einmal die Sattelstange wechseln, ne? So. Einmal so. Dann packen wir natürlich den Sattel wieder drauf, weil dann ist es angenehmer zu fahren, habe ich gehört. Ist schon besser. So, dann haben wir Front ganz viel, ne? Front. Ja, wobei nicht so wirklich. Das ist... 50-50. Haben wir da? Replace broken front rim brake pads. Achso, ja, okay. Dann machen wir das. Haben wir neue Bremsbeläge. Zack. Dann müssen wir das noch locken. So. Gut. Adjust left brake shift lever. Das ist ja das hier. Adjust. Was, da sollen wir hin? Ah, dann ziehen wir das mal auseinander, den Scheiß. So ein geiles System, ne? Einfach mit Parabeln hier arbeiten. Wahnsinn, oder? Okay, haben wir. Replace broken rear rim brake. Yo. Die ganze Bremseinheit soll gewechselt werden, weil die kaputt ist. Jo. Mal so bestätigen. Dann, was gar nicht geht eigentlich, wenn du eine Bremse austauschst, tauschst du auch die Sachen aus. Aber die sind da dran. Na gut. Put the following parts back in place, rear rim. Ja, ich bin da ja gerade dran, aber es geht nicht, mein Junge. Can't do it, some parts are missing. Da müssen wir hier wohl Lock machen, ne? So. Können wir immer noch nicht. Some parts are missing. Ach, die ganze Bremse fehlt hier noch, oder was? Eigentlich ja nicht. wir müssen das anlocken, ne? So, jetzt können wir das machen. Jetzt können wir das machen. Alles gut. Gut. Was man sagen muss bei dem Spiel ist auf jeden Fall, die Teile und so sind alle original. Also das ist alles so, wie es auch gehört, ne? Also dass du hier beim Rennrad, dass du aufklappen kannst und so weiter, ist alles wirklich so 1:1 da. Oder ist finished. So, wir sind arbeitslos, Freunde. Wir sind arbeitslos. Kann aber sein, dass gerade eine neue Order... Nein. Okay, dann sage ich Finish Order. Gut. Das war's. Mehr haben wir nicht, ja? Schade. Feierabend machen für heute. Kalender, forward. Friday morning. And I'm looking for new orders. Oh. Was nix. Wer hätte das gedacht? Ja. Kann man hier den Kalender einstellen, dass wir... nur forward time machen. Anscheinend ist das jetzt schon vorbei.
Ja, ich glaube, man kriegt nur die drei Aufträge und dann ist Demo zu Ende. Würde ich jetzt so behaupten. Also ich meine... Doch, hier ist noch was. Okay. Ah, schön. Accept. So. Hängt das Rad? Das Rad hängt. Was ein hässliches Rad, oder? Wahnsinn. So. Replace broken seat. Machen wir. Direkt raus damit. So, gut. Inflate rear tire. Und damit kenne ich mich aus. Pass auf. Einmal Pumpe nehmen. Das Pumpensystem ist mir absolut schleierhaft. Aber es funktioniert ja irgendwie. So. Na, einmal im Schild drehen, dann passt das schon. Okay, was haben wir noch zu tun? Replace broken rear disc brake pads. Okay. Rear, alles klar. Wir gehen an die Rückseite. Dann einmal an die Disc Brake. Wir müssen... Ja, wir müssen da was machen, ne? Gehen wir daran? Eigentlich ja nicht. Ja gut, wenn wir das anklicken, dann sind wir schon in der Nähe, ne? So, wir müssen ja hier eigentlich ran, an das Gerät. Ja, wobei, wir müssen das ganze Hinterrad rausnehmen, ne? Das ist ja schon mal wichtig. Take off wheel geht gar nicht, weil der Parts blocking. Remove. So. Air Parts Blocking. Ja, ja. Weiß. So. Jetzt aber, ne? Jawohl. Okay, haben wir gemacht. Jetzt können wir da ran an diese Disc Brake natürlich. Die sind hier, glaube ich, gar nicht. Die sind gar nicht aufgeführt, ne? Was soll denn das? Guck dir das mal an. Die Bremsbeläge sind gar nicht aufgeführt. Wie soll ich denn da rankommen? Nein, ich will da hinten dran. Gehört das zur Mitte vielleicht? Oh. Nein, das haben die nicht gemacht. Naja. Nee, auf die Mitte vom Fahrrad gepackt. Schlimm. Okay, wir haben sie auf jeden Fall rausgenommen schon mal. So, dann Adjust. Das können wir später machen. Okay. Ja, also müssen wir Rear Disc Brake Pads kaufen und wir müssen einen Sattel kaufen. Gut. Und was haben wir hier für ein Fahrrad? Das steht da nicht, was das für ein Rad ist, aber das steht in unserer Order drin, ne? Order, was haben wir da? Pending, Current, da. Ein Aerobind Orange. Okay, ab in Shop. Wir brauchen Brake System. Dann einmal für ein Aerobind. Sehr gut. Wichtig. Wichtig und richtig. Aha. Also Bremsbeläge sehen ja furchtbar aus. Was ist das? Front? Ah, es gibt schon wieder vorne und hinten, ey. Das ist so... Nein. Okay, haben wir gekauft, dann brauchen wir noch einen Sattel, ne? Body and Forks vielleicht. Ne, hier ist Sattel, Stütze, aber kein Sattel. Drive. Ah, ne, Sattel brauchen wir nicht zum Fahren, alles klar, weiß ich Bescheid. Steuerung. Ne, auch nicht? Vielleicht hier. Ja, da sind sie. Okay, dann Aerobind muss wir haben. Und dann müssen wir gucken, welchen wir nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen... Mehr Bling Bling, ne? Oder? Komm hier, dann machen wir mal richtig schön. Ah, wobei, nee, 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 warte. Wir haben, der Auftrag ist gar nicht so teuer, ne? Wir nehmen den günstigen. So. Wäre das ein hochwertiger Auftrag, würden wir das machen. So aber nicht. Wir können auch nochmal gucken, welcher Sattel da drauf war, ne? Guck mal hier. Können wir wieder raufsetzen. Aerobind Seat. MQC Divas. Oh, das ist doch der. Okay. Hab ich gedacht, dass da so ein teurer Sattel drauf ist. Oder? Diva, wir gucken nochmal.
Ja, ist der gute. Wahnsinn. Dann können wir den hier, Lino, Lingo, T-Racer, der kann wieder weg. Okay. Zack, Place Order. Okay, haben wir vielleicht noch einen Auftrag neu reinbekommen? Nö. Na dann. Saturday Afternoon. Nö, weiter geht's. Okay, hier wäre es schön gewesen, dass man vorspulen kann, bis ein neuer Auftrag einkommt oder die Lieferung kommt, ne? Weil so können wir ja nicht weiterarbeiten. Da absoluter Schwachsinn, jetzt immer nachzugucken, ob da was da ist. Fühlt sich schon ein bisschen sehr nach Arbeit an. Na, hier ist nichts. Kriegen wir spulen jetzt einfach vor. Scheiß die Wand an. Ah, congratulations, we have completed the demo of... Ah, okay, danke. So, das war's. Aber eine Stunde lang konnten wir Demo spielen. Um und bei. Nicht so geil. Spiel an sich, ja, könnte Laune machen, wenn es umfangreicher wäre. Naja, wir gucken mal, wenn es rauskommt bei anderen. Aber im Moment gebe ich so einen Daumen nicht nach unten, nicht nach oben. Also so in der Mitte, ne? Gut, ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Ich wollte das nur kurz zeigen, dass wir auch sowas machen können. Heute Abend bin ich nicht da. Aber morgen wahrscheinlich wieder, ne? Also, erstmal, tschüss.